Zwar sagte die Bundeskanzlerin heute, es spreche leider manches dafür, dass der Angriff vom Regime des syrischen Machthabers Bashar al-Assad ausgegangen sei. Der sagte, noch wissen wir nicht, wer letztlich für den Giftgasangriff verantwortlich ist. Nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums traf ein Angriff syrischer Kampfjets eine Werkstatt, in der die Opposition Giftgasmunition herstellt. Er hat die Reaktion der Bundesregierung auf den Giftgasanschlag als nicht angemessen kritisiert. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum das Auswärtige Amt nicht ausspricht, dass die Indizien eindeutig zulasten des syrischen Regimes liegen, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag der Huffington Post. Das ist besonders angesichts der Verweigerung von Syrien und Russland bei der Aufklärung unrealistisch und gibt den Giftgasverbrechern einen inakzeptablen Freiraum. Man muss sich nicht unwissender stellen als man ist, sagte Röthken. Diese müssen ein Ende finden.